Willkommen in deinem Podcast Meditation für jeden Tag. Mein Name ist Paulina Thurm und ich bin deine Meditationsbegleiterin. Schön, dass du da bist und wir heute gemeinsam meditieren. In unserer Meditation heute geht es um die weibliche Kraft, die weibliche Seite, um die weibliche Energie. Unabhängig vom Geschlecht hat jeder Mensch in sich Qualitäten, die dem weiblichen bzw. dem männlichen zugeordnet werden. Dabei ist keines von beiden irgendwie besser oder schlechter. Es ist nur so, dass in unserer leistungsorientierten Gesellschaft wir sehr in der männlichen Energie von Machen sind und dabei die Qualitäten, die dem Weiblichen zugeordnet werden, wie zum Beispiel Vertrauen und auch Genießen, oft etwas zu kurz kommen. Und genau darum geht es in unserer Meditation heute. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Meditieren. Such dir einen Ort, an dem du dich wohlfühlst und an dem du für ein paar Momente entspannen kannst. Und dann lass uns beginnen. Finde eine angenehme Position für dich. Eine Position, in der du nun gern meditieren möchtest. Komm körperlich und gedanklich an dem Ort, an dem du jetzt gerade bist. Und falls sie noch offen sind, dann schließe nun deine Augen. Lass Ruhe in deinen Körper einkehren. Erlaube dir, dich zu entspannen, wenn du dich für ein paar Momente auf deinen Atem fokussierst. Beobachte, wie die Luft beim Einatmen in dich hineinströmt und beim Ausatmen wieder aus dir heraus. Und vielleicht kannst du so einen ganz sanften Luftstrom an deinen Nasenflügeln spüren, wie er kühl durch deine Nase einströmt und etwas angewärmt wieder heraus. Sei ganz dort mit deinem Fokus. Das ganz genaue Beobachten, das ganz genaue Spüren, das hilft dir dabei, dich einzustimmen auf deine Meditation. Sei ganz bei dir, wenn du gleichmäßig ein- und ausatmest und nimm wahr, wie es dir gerade geht und wie sich dein Körper gerade anfühlt. Und dann entspanne einmal ganz bewusst deinen Körper. Lass dir von deinem Atem dabei helfen. Lass ihn ganz sanft, gleichmäßig ein- und ausströmen. Und komm zur Ruhe. Wunderbar. Und nun stell dir vor, du bist draußen. Du bist draußen in der Natur. Du stehst auf einer wunderschönen Blumenwiese. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau.
Nur hin und wieder ein kleines Wölkchen über dir. Es ist angenehm warm. Und du stehst hier auf dieser herrlichen Blumenwiese. Du bist barfuß und kannst das Gras unter deinen Füßen spüren. Und um dich herum Blumen. Blumen, soweit das Auge reicht. In allen erdenklichen Formen und Farben. Einfach wunderschön. Es duftet herrlich. Eine durch und durch schöne Erfahrung für all deine Sinne. Genieße diesen Moment, lass dir die Sonne in dein Gesicht scheinen und lass all die kleinen Muskeln in deinem Gesicht nach und nach ganz weich werden. Deine Augen, sanft bedeckt von deinen Augenlidern. Die kleinen Muskeln um sie herum, sie dürfen loslassen. Entspannen. Und vielleicht spürst du, dass dein Gesicht im Alltag oft etwas angespannt ist. Von Anstrengungen, vom Denken. Vom Planen, vom Organisieren. Alles im Leben hat zwei Seiten. Erlaube dir nun einmal bewusst, die andere Seite zu spüren. Die Seite von Vertrauen, von Fühlen und Loslassen. Erlaube dir loszulassen, sich deine Stirn glätten, sich deinen Kiefer lockern. Lass los. Deine Wangen, dein Mund, ganz entspannt. Alles ganz weich werden, angenehm weich. So oft sind wir in dieser Welt hart, in unserer Gesellschaft so hart, hart zu uns, hart zu anderen. Erlaube dir nun einmal Weichheit, Geschmeidigkeit. Sanftheit. Sein statt tun. Entspannen statt kontrollieren. Genießen statt erreichen. Dann spüre diese wunderbare Energie der Weiblichkeit. Spüre die Weichheit in dir. Gib dich ihr hin. Und dann lass diese Weichheit durch dich hindurch nach unten in deinen Körper fließen. Durch deinen Hals. In deine Schultern, bis in die Arme, Hände und die Finger. Und dann die Wirbelsäule hinab. Und lass dich dabei deinen Rücken entspannen.
deinen Bauch. Gerade der Bauch ist oft im Laufe des Tages etwas angespannt, hart oder eingezogen. Lass deine Bauchmuskeln nun einmal bewusst los. Entspanne deinen Bauch. Den oberen Bauch. Den unteren Bauch. Lass los. Du musst nicht mehr kontrollieren. Lass dich einfach dem Moment hingeben. Und entspannen. Und du kannst dir nun einmal vorstellen, wie du deinen Atem bis hinunter in deinen Bauchraum schickst. Leg dir eine Hand auf deinen Bauch und spür einmal, wie sich deine Bauchdecke beim Einatmen sanft nach außen wölbt. Atme ein und schaffe Platz, schaffe Weite in deinem Bauch. Atme aus und lass dich die Entspannung in dir ausbreiten. Eine wohlige, warme Entspannung. Sie darf sich gut anfühlen. Du darfst sie genießen. Und wenn du magst, dann probiere es einmal aus und drücke deine Bauchdecke ganz sanft nach außen. Lass all deine Bauchmuskeln los, ganz locker, und schieb deine Bauchdecke mit jedem Einatmen ein Stück weiter nach außen. Es mag sich vielleicht etwas ungewohnt anfühlen, doch da schaffst du dich Platz in dir. Weiter. Schaffe weiter in deinem Bauchraum, in deiner Mitte. Mit jedem Einatmen ein bisschen mehr. Sei nun ganz dort mit deiner Aufmerksamkeit. In deiner Mitte. Und dann lass die folgenden Worte in deinem Inneren nachhallen. Wenn du magst, dann sprich sie im Stillen für dich nach. Ich erlaube mir, meine Weiblichkeit zu leben. Ich erlaube mir, mich zu entspannen und loszulassen. Ich bringe mich selbst zum Ausdruck. Ich erlaube mir, verspielt und verträumt zu sein. Mein Körper ist wunderschön. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich genieße mein Leben. Ich vertraue mir und meiner Intuition. Ich bin liebenswert, ohne etwas dafür tun zu müssen. Ich darf einfach sein, wie ich bin. Ich erlaube mir, meine Weiblichkeit zu leben.
Atme tief ein, tief aus. Lass die Worte in dir nachhallen. Lass sie auf dich wirken. Spüre die Kraft der Weiblichkeit in dir. Heiße sie willkommen mit jedem Atemzug. Und erlaube ihr Raum in deinem Leben einzunehmen. Erlaube dir zu träumen und zu genießen, ganz im Moment zu versinken, dich mit deiner inneren Weisheit, deiner Intuition zu verbinden. Lass deine Intuition und dein Verstand als Team agieren. Lass weibliche und männliche Energie, Yin und Yang, im Einklang sein. Atme tief ein, tief aus. Und wenn du magst, dann schenke dir selbst ein Lächeln. Du bist wundervoll mit allem, was in dir ist. Und dann nimm dich jetzt selbst wieder wahr, an dem Ort, an dem du bist, und spür in dich hinein, wie es sich anfühlt und was sich vielleicht in dir verändert hat. Und dann bereite dich darauf vor, deine Meditation gleich zu beenden und deine weibliche Kraft mit dir mitzunehmen. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Bewege dich, wenn es sich gut für dich anfühlt. Deine Hände, deine Füße. Und vielleicht möchtest du dich sogar sanft strecken. Und wenn du dann soweit bist, dann öffne deine Augen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Heute, wenn diese Podcast-Folge erscheint, geht wieder ein Monat zu Ende. Und das ist ein wunderbarer Anlass, wie ich finde, um für dich einmal zu reflektieren, wie und was du diesen Monat erlebt hast und wie er so für dich war. Alle Abonnenten meines Newsletters bekommen dafür jeden Monat kostenlos einen Reflexionsbogen zum Ausdrucken und Ausfüllen. Wenn du das im nächsten Monat auch möchtest, dann kannst du dich ganz einfach auf meiner Website paulinaturm.com eintragen. Es ist vollkommen kostenlos, also hol es dir gern und probier es aus. Ich persönlich finde es nämlich total wertvoll, den Monat am Ende noch einmal zu reflektieren und zu schauen, was gut war, was weniger und was du dir für den neuen Monat vielleicht wünschst. Ich wünsche dir jedenfalls einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Meditation. Bis ganz bald, deine Paulina.